Mike. Heute gibt es von mir mal 10 Basketballfilme, die man gesehen haben muss. Ich nenne es mal die Top 10, obwohl ich es jetzt nicht so gestaffelt habe von 1 bis 10, sondern einfach mal quer durch die Bank. Muss man gesehen haben, finde ich. Und los geht's mit Nummer 1. Above the Rim, zu Deutsch, nahe dem Abgrund. Deutscher Titel kommt immer dazu, weil im Fernsehen läuft er meistens dann mit deutschen Titel und keiner kennt sich aus, was ist das für ein Film. Jedenfalls, Above the Rim mit Tupac Shakur, damals hat er noch gelebt. Ziemlich geiler Film, ist von 1994, hat mich damals sehr geflasht und auch heute noch, weil der Hauptcharakter echt krasses Ballhandling und so, der ganze Film ist so ein bisschen Gangster und so. Fand ich echt cool, Soundtrack war fett, habe ich echt gefeiert, bin ich gut abgegangen mit dem Zeug. Super geiler Film, muss man gesehen haben, auf jeden Fall. Als nächstes kommt Blue Chips mit Shaquille O'Neal und Penny Hardaway. Auch von 1994, also auch ziemlich alt, damals waren sie noch aktiv und gut unterwegs. Der Film war auch ziemlich geil, ist so der Werdegang von, ja, man kannte sie nicht, kommt ins College und so, nächster Schritt NBA. Echt cool gemacht, finde ich super geil, muss man auch gesehen haben, auf jeden Fall, empfehle ich. Einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen ist auch White Man Can't Jump, weiße Jungs bringen es nicht. Ein legendärer Film, hat über die Weißen ausgesagt, so, ja, Weißen können nicht springen und so. Legendär mit Wesley Snipes und Woody Harrelson. Woody Harrelson ist sowieso einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, den habe ich schon immer gefeiert. Der Film ist witzig, die Jungs können ballen, einfach legendär der Film. Der Hookshot auf dem Sudan und so, muss man kennen, so, da sind ein paar Zitate dabei, echt abgefahren. Den muss man echt gesehen haben als Baller, da führt echt kein Weg vorbei, meiner Meinung nach. Dann haben wir noch He Got Game, Spiel des Lebens von 1998 mit Denzel Washington und Ray Allen. Auch ein sehr guter Film von Spike Lee, der weiß, wie man Filme macht, vor allem solche Filme. Auch sehr gut, muss man auch auf jeden Fall gesehen haben. Geht echt gut ab, geht zum Spoilern auf jeden Fall, sehr gut. Dann einen guten Film, was ich auch sehr gefeiert habe, das ist so ein Underground-Film, den kennen sehr wenige, Sunset Park. Einen, den man vielleicht kennt, ist Fredo Starr, der spielt da mit, von Onyx, wer auch noch Onyx kennt, eine Hip-Hop-Gruppe, Slam, genau, sehr geil, sehr guter Film, der ist witzig, die Ballen, ja, echt gut. Kann ich auch empfehlen, ist ein Underground-Film, wer ihn nicht kennt, kann ich echt empfehlen. Dann natürlich noch Coach Carter mit Samuel L. Jackson, auch ein sehr guter Film, kennt man allein den Namen, sehr bekannt, muss man auch gesehen haben. Ja, und ein Basketballfilm, den wohl jeder kennt, da gibt es eigentlich keinen Weg vorbei, ist Space Jam mit Michael Jordan, Bugs Bunny, die Looney Tunes, das ist auch ein Film. Ich habe den damals im Kino gesehen, wann war es? 1996 ist er rausgekommen, da bin ich noch ins Kino gegangen für den Film, lange, lange ist es her. Aber auch immer noch heute, super geiler Film. Guckt ihn oft mit die Kinder kriegen da nicht genug von Looney Tunes und so, Bugs Bunny, immer witzig. Ja, super genialer Film. Einer der witzigsten Basketballfilme überhaupt ist Semi-Pro mit Will Ferrell. Woody Harrelson spielt auch wieder mit. Absolut genial, ich habe mich totgelacht und ich kann auch immer wieder drüber lachen. Es sind echt Gags dabei und so, unglaublich. Der Alley-Oop wird das erste Mal erfunden, ey. Hab mich weggeworfen, es war so saumwitzig, so komisch, so geil gespielt und so. Echt genial. Den muss man auch auf jeden Fall gesehen haben, wenn man ein bisschen Humor hat und so. Echt geiles Ding. Und auch noch ein Underground-Film, wo ich auch mal gerne geguckt habe, war Der Air Up There von 1994. Der Sprung nach oben ist auch ein unbekannter Film. Geht es um Kenianer irgendwie in Afrika und so. Die spielen da halt irgendwie bei sich im Busch und so. Und da kommt ein Scout hin und entdeckt halt einen, der so richtig gut abgeht und so. Echt auch ein sehr guter Film, auch empfehlenswert, kennen bestimmt die wenigsten, aber auch angucken. Ja, und der letzte Film ist Eddie mit Whoopi Goldberg, ist eine Komödie. Ich finde den echt gut, weil vor allem die sind immer so in der NBA, in den Hallen so, mit richtigen Spielern und so, die man kennt, mit den Stars so unterwegs. Ja, echt witzig gemacht, finde ich gut, paar coole Szenen dann dabei, so, Ivan macht Korb. Krasser Russe dabei, ein paar echt witzige Dinge dabei, also kann man sich auf jeden Fall angucken. Das ist jetzt mal meine Top 10 und so, die besten, wo ich echt wirklich empfehlen kann, dass man die gesehen haben muss, so in der Rede. Ich habe mal hier die Links unten eingepackt zu allen Filmen, wer sie sich kaufen will oder ziehen will. Die Amazon-Links habe ich mit eingepackt, einfach draufklicken, dann kommt ihr auf die Seite.
müsst ihr dann mal gucken, zum Beispiel Above the Rim gibt es, glaube ich, auf DVD gar nicht auf Deutsch, die gibt es nur auf Englisch. Ist immer ein bisschen schwierig, die zu bekommen. Ich hatte die damals alle auf Videokassette, VHS. Ist unglaublich. Und jetzt auf DVD noch. Es ist, ja, ich bin echt krass alt. Es ist irre. Jedenfalls immer gucken. Also ihr seid das Englische mächtig, weil Englisch ist eh immer viel cooler, finde ich. Also viele Filme habe ich nur auf Englisch geguckt. So Semi-Pro und Above the Rim mit Tupac allein, Originalstimme. Macht schon viel mehr her auf Englisch als auf Deutsch. Müsst aber echt immer dazu gucken, ob es ein UK-Import ist oder nicht. Wie gesagt, Links sind unten in der Beschreibung zu jedem Film und so. Einfach draufklicken, könnt ihr es da bestellen. Oder irgendwie aus dem Netz ziehen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber aus dem Netz ziehen ist so eine Sache, ne? Da habe ich nichts gesagt. Ansonsten, ich sage vielen Dank. Lasst mir bitte noch ein Abo da. Ansonsten Feedback noch bitte. Alles, was so dazugehört. Vielen Dank fürs Zugucken. Euer Mr. Mike. Böööö.